Alles hat seine Zeit. Wir stehen im Herbst. Die Natur leuchtet. Doch so schnell sich die Blätter gelb, rot oder braun verfärben, ändert sich auch unser Leben. Meine Zeit in Ursberg sind fast 50 Jahre. Damals der Beginn der Generalsanierung. Und noch weiter zurück. 1884 kaufte Dominikus Ringeisen das alte Prämonstratenser Kloster. Und heuer feiern die Prämonstratenser ihren Gründungstag. 1121 gründete Norbert von Xanden im Tal von Prémontré in Nordfrankreich, von daher dieser schwierige Name, sein erstes Kloster. Und bereits 4 Jahre später kamen die ersten Prämonstratenser nach Ursberg. Und noch immer sind ihre Spuren sichtbar. Hier am Torbogen der heilige Norbert. Er war wohl 1132 selber hier und besuchte das Kloster. Und in unserer Pfarrkirche finden wir viele Bilder, die aus dieser Zeit zeugen. Alles hat seine Zeit. Uns begegnet ständig Veränderung. Doch einer ist immer da, der Herr der Zeit. Und jetzt ist unsere Zeit mit ihm.